Heute geht es darum, wie wir aus einem solchen String so eine regex schreiben und wie das möglichst einfach und aktuell funktioniert. Grundsätzlich, wie ist unser String denn aufgebaut? Ich habe mir diesen String einfach ausgedacht und er folgt einem gewissen Muster. Ganz vorne haben wir einen Bindestrich, dann kommt eine Gruppe aus Buchstaben und Ziffern, insgesamt 6 Stück. Dann kommt ein Bindestrich, eine Zahl, ein Bindestrich, 2 Zahlen, ein Bindestrich, nochmal 2 Zahlen, ein Punkt und am Ende nochmal 6 Zahlen als Abschluss. Das ist unser String, wie gesagt, nicht wirklich kompliziert, aber man braucht schon etwas an regex, um das Ganze zu formatieren und zu beschreiben. Aber welche Möglichkeiten haben wir denn und was ist denn die beste Möglichkeit, so eine Expression zu definieren? Grundsätzlich die erste Möglichkeit, die wir haben, ist Google. Wir können hier unsere regex einschreiben und gucken, ob schon irgendjemand sowas mal gemacht hat. Für eine E-Mail-Adresse beispielsweise sehen wir hier, gibt es eine regex, die wahrscheinlich in jedem Code der letzten 10 Jahre zu finden ist, bei 6000 plus Votes auf Stack Overflow. Das ist aber nicht die aktuelle Möglichkeit, sondern vielmehr die KI-Helferlein wie ChatGPT, Codepilot und Co. Also, was können die uns denn bieten? Er soll uns doch mal bitte eine Regular Expression für unseren String erstellen und wie wir sehen, erstellt er uns auch direkt eine Regular Expression. Was ich aber direkt am Anfang hier sehe, ist, das ist falsch, das wird so nicht funktionieren und das ist auch das erste Problem. ChatGPT generiert, wenn ich dieses Statement übergebe, ab und zu das richtige Ergebnis, aber ich sage mal mit 50% der Fälle ist es einfach falsch. Wir können das Ganze aber deutlich verbessern, indem wir ihm mehr Kontext geben. Das könnt ihr in Form von Beispielen machen oder wie ich erkläre ihm einfach, was für eine regex ich haben möchte. In dem Moment erstellt er uns hier eine regex, die auch funktioniert. Das erste, was ich dann hier mache, ist, ich erstelle mir einen Teststring. Anschließend nehme ich von ChatGPT das generierte regex und verfasse das in eine Variable und lasse dann meinen Teststring überprüfen. Das Ganze funktioniert also wunderbar. Der String funktioniert und ist korrekt. Wenn ich Fragen zu diesem String habe, kann ich mir das Ganze von ChatGPT auch wieder erklären lassen. Ich nehme diesen regex und lasse mir erklären mit Beispielen, was genau da im Hintergrund passiert und kann es eventuell sogar editieren. Hier muss ich wieder aufpassen, dass es danach korrekt ist. Grundsätzlich ist das eine Möglichkeit, damit umzugehen und in Zukunft wahrscheinlich auch die gängige Möglichkeit, damit umzugehen, bis es soweit ist, dass unsere digitalen Overlords, wie einige Channels ja so schön formulieren, unsere Arbeit wegnehmen. So lange können wir noch überlegen, das Ganze Menschen lesbar zu machen und zu gestalten. Und darum möchte ich euch gerne eine Library vorstellen, die wir uns jetzt mal angucken, wie man sowas meiner Meinung nach besser formatieren kann. So, dann gucken wir uns unsere Library doch mal im Detail an. Prinzipiell müssen wir als erstes mal die Library Magic Regex importieren. Das Ganze ist unter Videobeschreibung verlinkt, da könnt ihr einfach auf die Seite gehen, euch das Import-Statement rausziehen und fertig. Das nächste, was wir brauchen, ist natürlich auch unser Teststring. Den füge ich mir hier einfach wieder ein und das nächste, was wir machen, ist, ich schreibe hier unten 2 Logs. Außerdem möchte ich einmal das Statement von ChatGPT, was er uns erstellt hat, hier noch einmal als Vergleichmöglichkeit einfügen, einfach damit wir sehen, wie der ChatGPT regex aussieht und wie unser regex später aussieht, der hier unten in der Zeile 10 gelockt wird. Das nächste, was wir brauchen, ist nämlich erstmal eine Variable, die wir noch nicht definiert haben, und zwar nennen wir diese Variable regex. Diese regex-Variable verweist dabei auf eine Funktion aus der Library, und zwar createRegex. In dem Moment kopiere ich mir das, importiere das von hier oben und hier sagen wir, hey, hier stimmt noch was nicht, wir können damit noch nicht arbeiten. Das erste, was wir nämlich machen wollen, ist hier zu sagen, wir wollen exactly einen Bindestrich. Also damit soll das starten und unsere regex ist jetzt auch true, weil wir hier oben natürlich mit einem Bindestrich starten, was wir hier definieren. Natürlich können wir das Ganze jetzt noch ausformulieren. Zum Beispiel können wir sagen, hey, wir wollen, dass das damit losgeht. Also ganz am Anfang, unser Line Start soll quasi ein Bindestrich sein. Danach haben wir einen Operator. Wir können nämlich in dieser Library einfach mit AND arbeiten und sagen, okay, wir wollen jetzt unser jetziges Statement mit einem AND-Operator verbinden, um zum Beispiel zu sagen, okay, wir wollen nicht nur jetzt einen Bindestrich, sondern wir wollen auch Buchstaben. In dem Moment sage ich hier letter.uppercase. Letter kennt er noch nicht, müssen wir hier oben importieren, sagen wir also einfach .letter. Wir haben natürlich auch Digits, also Zahlen. Das importiere ich auch von hier oben und sage, wir haben letter.uppercase, Digits. Und das Ganze haben wir natürlich nicht nur einmal, sondern wir haben das Ganze 6-mal. Und damit habe ich das Ganze verbunden und kann jetzt zum Beispiel mit einem weiteren AND-Operator sagen, danach kommt ein Bindestrich. Zack, Bindestrich. Außerdem eine Zahl, die ist nur 1 lang, also ein Digit times 1. Dann haben wir 2-mal dasselbe, nämlich einen Bindestrich gefolgt von 2 Ziffern, haben wir genauso formuliert. Bindestrich, Digit times 2 und dasselbe noch einmal. Danach haben wir am Ende ein AND mit einem Punkt und 6 Digits. So haben wir das Ganze formatiert. Ihr seht, ist hier unten true.
Auch das RegEx sieht sehr ähnlich zu dem RegEx hier oben aus, oder? Also, da ist kein großer Unterschied. Prinzipiell der einzige Unterschied ist, wir haben hier vorne eine NotCatchup, eine Non-Captured Group, und hier oben vergleichen wir jede Zahl, hier unten vergleichen wir die ganze Gruppe. Performance-technisch konnte ich keinen wirklichen Unterschied feststellen. Ich habe versucht, 15.000 Statements zu vergleichen, aber ich habe nicht wirklich was messen können, das man hier in dem Video zeigen konnte. Wenn ihr da messbare Ergebnisse habt aus einem echten Projekt zum Beispiel, schreibt das gerne mal in die Videokommentare. Für meinen Part, ich muss sagen, ich würde 10-mal lieber solchen Code sehen, als ein Code, der von ChatGPT hier oben generiert und einfach nur rein copy-pasted wurde, einfach weil ich diesen Code direkt verstehen kann, ohne meine Anwendungen zu verlassen, auch wenn mir natürlich ChatGPT das hier erklären könnte. Das Witzige ist, ChatGPT kann diese Library noch nicht nutzen, weil sie noch nicht alt genug ist, um mit seiner Datenmenge fortzukommen. Wenn natürlich in Zukunft uns ChatGPT mit dieser Library so ein Statement generieren könnte, wäre es natürlich eine andere Dimension und das würde ich richtig cool finden. Wie seht ihr das Ganze? Findet ihr das interessant? Hattet ihr Probleme mit RegEx? Wenn ja, schreibt das mal in die Videokommentare. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.